Männer mit 50 das neue Lebensgefühl einer Generation. Was habe ich denn damit zu tun? Obwohl, vielleicht ist da ja eine Viagra-Probe drin. Was eine Late-Night-Show ist, wissen Sie ja. Aber wie man eine macht, das wissen Sie nicht. Denn was hinter den Kulissen abgeht, das sehen Sie nur bei mir. Mein Team und ich zeigen, wie es wirklich ist. Für diese Late-Night-Show ist es nie zu spät. Also entweder man sagt Frank the Wedding Planner, ah, ja, oder Frank der Hochzeitsplaner. Aber doch nicht Frank der Wedding Planner. Sag mal, wer sucht eigentlich bei ProSieben die Titel aus? Ich meine, wie typisch Autor, oder? Über was du dich so aufregst, the, der, das ist egal. Ich meine, du sagst ja auch nicht der Beatles, sondern the Beatles. Nee, klar, das heißt ja auch nicht Frank the Klugscheißer, sondern Frank der Klugscheißer. Ihr Leute, hier ist was für die Show. In Berlin haben sie wieder einen Haufen Gammelfleisch gefunden. Ja, aber Ben Becker konnte wiederbelebt werden. Peter, ja, der Chefautor hat's gerade nötig. Wahrscheinlich warst du mit dem Saufen an dem Abend. Jetzt stopp aber mal, was soll denn die Scheiße jetzt? Ha? Meinst du, ich torkel mit irgendwelchen drittklassigen, abgehalfterten, verquollenen Schauspielern oder C-Prominenz durch Berlin nachts oder was, immer eskortiert von drei Rettungswagen oder was? Was meinst du, was ich für ein Niveau hab? Peter, entschuldige, ich hab's noch nicht so gemeint. Sag mal, wo warst du denn jetzt wirklich? Ich war mit dem Semmelrogge und der Tatjana Gesell noch bei Michael Ammer, weißt du? Apropos Ammer, hier, Keith Richards hat aus Protest gegen das öffentliche Rauchverbot in England eine Zigarette gegessen. Ja. Das war kein Protest, das war sein Frühstück. Oder hier, Florian Silbereisen wurde zum schlechtest angezogenen Mann Deutschlands gewählt. Zu Recht, muss ich sagen. Wenn der seine Sakkos in so einen Rotkreuzsack reintut, dann schicken die Rumänen den zurück und schreiben drauf, vielen Dank, aber so dreckig ist es auch wieder nicht. Hallo, guten Morgen. 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 Ja, alle fleißig im Witzesteinbruch. Ja. Habt ihr schon gehört, heute kommt Frau Kamps in die Show. Wer? Ja. Frau Kamps, Gülcan, der ist doch jetzt so. Ach du Scheiße. Gülcan, du meinst jetzt aber die echte, ne? Nicht Peter in seinem Transenfummel, oder? Natürlich die echte. Nee, das ist schon die echte. Die hat gerade angerufen und die wird wahrscheinlich so gegen 17 Uhr da sein. Ah. Ach super. Mike, das ist ein super Gast. Gülcan zieht immer. Das ist eine super nette. Ja, ja. Immer stylisch gekleidet, kommt an beim jungen Publikum. Mike, kann ich dich mal kurz unter vier Augen sprechen, bitte? Ja, klar. Maikilein, wie geht's denn dir diese Woche? Alles in Ordnung? Ja. Geht's gut? Ja, super. Sag mal, du willst doch irgendwas, oder? Komm, lass raus. ProSieben und ich, wir haben uns mal ein paar Gedanken über dein Outfit gemacht. Mein Outfit? Wir finden, es muss nicht immer der Anzug sein. Immer, ich trage schon immer Anzug in der Show. Ich trage sowieso immer Anzug, schon als Baby. Ja, aber guck mal, Stefan Raab, ne? Der hat ja gute Quoten und der trägt auch keinen Anzug. Mike, wir sind der Sender für die junge Mediengeneration. Ja, ich weiß, deshalb bin ich ja hier. Ah ja. Gut, ich habe dir auf jeden Fall mal was Neues zum Anziehen mitgebracht. Und das wirst du heute Abend anziehen, wenn du rausgehst. Ach so, und dann habe ich noch an ein Haarteil gedacht. Für wen? Für mich? Nee, für die Kaffeemaschine. Natürlich für dich. Und das ist auch überhaupt nichts Außergewöhnliches. Guck mal hier, selbst der Tagesthemen-Moderator, der Buro trägt so ein Teil. Und der ist 10 Jahre jünger als du. Also nichts, wofür du dich schämen müsstest. Hör mal, ich setz mir doch nicht so ein Haarteil auf. Wie sieht denn das aus? Weißt du? Mike, ich repräsentiere ProSieben. Und ProSieben und ich, wir wollen das so. Weißt du was? Ich werde weder irgendwelche lustigen Klamotten anziehen, noch setze ich mir so ein Haarteil auf, weil ich bin Mike Krüger. Weißt du, das steht für Style. Was kommt denn als nächstes? Extensions à la Gottschalk, Mike, oder was? Komm mal wieder runter. Weißt du eigentlich, wie lange Sonja Kraus in der Maske sitzen muss, damit sie aussieht wie Sonja Kraus? Ich gehe jetzt mal zum Tobi in die Maske und dann lasse ich mich mal beraten, wie wir dich heute Abend ein bisschen pimpen können. Ach so, ich habe noch einen Gag für dich, für die Show heute Abend. Ben Becker ist ja letzte Woche so versumpft, ne? Ja. Der war so besoffen, sein Alkoholgehalt im Blut wird nicht mehr in Promille gemessen, sondern in Becquerel. Witzig, Tina, verkauf ihn ans Radio, weißt du? Wie wir dich pimpern können. Meine Güte. Sag mal, findet ihr, dass ich irgendwie alt aussehe?
Lass mal so formulieren, Mike. 17 Jahre blondes Haar hat Udo Jürgens jetzt nicht zwingend für dich geschrieben. Mein Gott. Na, du moderierst ja eine Late-Night-Show. Also da braucht man auch so ein bisschen Lebenserfahrung. Ja. Danke, Kirstin. Weißt du, sehr schön. Gehaltserhöhung, 5 Euro mehr im Monat. Mike, du musst es auch positiv sehen. Weißt du, du bist zwar doppelt so alt wie ich, aber nur halb so alt wie Hilstas. Ja. Leute, das ist echt ein tolles Gefühl, wenn man weiß, ja, mein ganzes Team steht geschlossen hinter mir. Ja. Das ist super. Hat vielleicht einer jetzt mal eine sinnvolle Idee für die Sendung heute Abend? Mhm. Ne? Ich habe was, und zwar zu meinem Lieblingsthema der letzten Woche. Der Vatikan hat jetzt eine eigene Airline mit eigenen Flugzeugen zu den Pilgerstädten. Der Vatikan macht das ab jetzt möglich und bietet eigene Charterflüge an zu den Orten Lourdes, Fatima und Częstochowa. Da kostet dann ein Sitzplatz bestimmt 30 Silberlinge, ne? Und der Mechaniker, der nimmt dann vor dem Start dem Getriebe noch die letzte Ölung ab. Auf den Kotztüten steht dann, er brach das Brot und verteilte es unter den Sitzen. Ich habe hier schon mal was zusammengebastelt. Mhm. Und zwar ein Ausschnitt vom ersten Flug der Vatikan Air. Ja, hau mal auf. Einen. Achtung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht der Flugkardinal. Im Falle eines Glaubensverlustes fallen automatisch Rosenkränze aus der Kabinendecke. Wir bitten Sie nun, Ihre Kniebänke senkrecht zu stellen, das Weihrauchen einzustellen und während des Fluges keine Hexen zu verbrennen. Vielen Dank. Vatikan Air. Wir glauben, dass wir fliegen können. Und über Wasser laufen auch. Geil, ja, ist gut. Ich habe mir auch schon mal ein Logo ausgedacht. Oh, ein Logo. Für die Vatikan. Logo. Hier, guck mal. Ha, vielleicht ein Tacken zu hart, oder? Meinst du wegen religiöser Gefühle, katholische Kirche? Nee, aber wir können uns doch nicht mit Boeing anlegen, hör mal. Aber dieses ganze Ekel-Gammelfleisch-Thema, das kommt ja irgendwie nicht vom Tisch, ne? Nee. Ich habe eigentlich gedacht, die hätten das ganze Zeug letztes Jahr bei der WM, beim Public Viewing, hätten jetzt weggegrillt, den ganzen Mist, oder? Haben die, glaube ich, auch. Was aber auch ein schönes Thema ist hier, Klaus Wowereit, der hat eine öffentliche Toilette eingeweiht in Berlin für 750.000 Euro. Und dazu hat eine Blaskapelle gespielt, das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Öffentliche Toilette in Berlin kenne ich jetzt eigentlich nur einen Tiergarten, ne? Ja. Sag mal, und wer war Stargast bei der Eröffnung? George Michael? Schwulen Klischeewitz, doof. Aber pass auf, ich habe mir heute Morgen was überlegt. Und zwar, ich würde gerne einen Parteiwerbespot für Gottlieb Wendehals machen. Hm. Weil er kandidiert ja jetzt in Hamburg für diese Zentrumspartei. Mhm. Ja, also grundsätzlich bin ich ja froh über jeden Alkoholiker, der von der Straße weg ist. Ja. Weißt du? Politiker mit dem Gummihuhn im Arm. Das habe ich zuletzt gesehen, als Gerhard Schröder sich noch mit Doris hat fotografieren lassen. So, Leute, komm, wir gehen mal runter ins Studio und gehen mal die Sendung durch, oder? Gut. Okay. So, Jungs, ihr seid die Autoren. Ja. Was haben wir für Gags in der Show? Ah, ich finde, du musst unbedingt was zu Britney Spears hier mal machen. Da. Die ist doch jetzt auf der Autobahn liegen geblieben, weil sie keinen Sprit mehr hatte. Werde keinen Sprit mehr, der Wagen oder Britney? Also, ich bin mal echt gespannt, wann die Kinder das Sorgerecht für ihre Mutter beantragen. Mike, weißt du was? Ich habe eine Idee, pass mal auf. Du kommst rein und sagst, ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben es ja sicherlich alle mitgekriegt. Madonna hat sich wieder ein Kind aus Afrika geholt. Das ist ja wie beim Panini-Sammelalbum. Wenn sie ein Kind doppelt hat, kann sie es mit Angelina Jolie tauschen. Super. Frank imitiert den Chef. Eintrag in die Personalakte. Oh. So, und ich mach dann diesen Gammelfleisch-Song. Oh, hey Mike, nicht schon wieder, du hast letzte Woche... Doch, pass auf. Sie müssen nur die Haxe durch den Fleischwolf drehen. Bitte, hör auf, Trobadix, ja? Hier, wir haben ein super Bildthema. Ja. Bildleser malen Diana. Hm? Vor oder nach dem Unfall? Du machst einfach den Gag, Bildleser malen Diana. Also mir wäre ja die Version lieber Bildleser malen Diana beim Sex mit dem Reitlehrer, ja, oder? Finde ich gut. Oh Gott, Peter, bitte verschon mich, ja? Aber was ist hiermit? Beim Spiegel auf der Titelseite ist die Biowelle. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite finden Sie 160 Tonnen Gammelfleisch in Berlin. Also das passt doch irgendwie auch nicht zusammen. Doch, passt zusammen. Überleg doch mal, warum wohl die Döner in ganz Deutschland 5 Euro kosten und in Berlin 1,50. Du, und jetzt noch hier Vogelgrippe auch noch. Ja. Also mein Tipp, wenn das halbe Hähnchen hustet, nicht kaufen. Mike, du musst auf jeden Fall noch was zu dem Thema machen mit dem US-Senator. Weißt du, als Info für dich, das war der, den sie auf der Herrentoilette festgenommen haben, weil der schwulen Sex wollte. Der ist ja jetzt zurückgetreten. Das ist irgendwie komisch bei den Amis, so die Doppelmoral. Ne? Da wird einer wegen schwulen Sex auf der Toilette festgenommen. Ne?
Aber dieser Condoleezza Rice, der darf mit Lippenstift und Frauenklamotten durchs ganze Land reisen, weißt du? Das ist ja. Doch... Genau. Ah, Mike, und hier. Die Regierung denkt mal wieder über ein Verbot der NPD nach. Ja, und im Gegenzug denkt die NPD darüber nach, alle anderen Parteien verbieten zu lassen. Hey, Peter, der wäre ja richtig geistreich. Mensch, warst du am Wochenende auf einer Kabarettschule? Jawohl. Mike, guck mal hier. Dieser Bürgermeister von Mügeln, der hat mal wieder voll ins Klo gegriffen. Der hat jetzt im Interview gesagt, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Also ist echt ein Idiot, meine Güte. Ich werde dieses Mügeln von der Landkarte ausladieren mit Stumpf und Stiel. Ein herrlicher Spaß, mein Führer. Ich denke, das deutsche Volk wird in diese Show ziehen wie in einen Gottesdienst. Ja. Mike, und dann machst du den noch hier. Das neueste Highlight von der Funkausstellung in Berlin, das Starbucks 3000. Das ist ein Handy, kannst du gleichzeitig Milch mit aufschäumen. Lächerlich. Bolschewistischer Vollidiot. Mike, ich hab die Lösung. Tobias hat ein passendes Haarteil gefunden. Sag mal, welches Tier musst du dafür sterben? Stinkt mir Fischotter oder was? Ja. Tier ist gut, Mike. Hier, diese Dinger, die sind Spezialanfertigung. Weißt du, die kosten fast so viel wie ein Kleinwagen. Dann nehme ich den Kleinwagen. Mike, jetzt stell dich doch nicht so an. Das lässt sich super in deinen Restteil integrieren. Merkt kein Mensch. Hör mal, ich setz den Zeckendeckel nicht auf. Weißt du, über meine Leiche. Bitte, Mike. Ach, bitte, Mike. Weißt du was, Hase? Das kostet mich einen Anruf beim Programmdirektor. Dann ist die Sache vom Tisch. Die ist so schnell vom Tisch, so schnell kannst du Quotendruck überhaupt nicht sagen. Weißt du, mit dem spiele ich nämlich Golf zusammen. Ich spiele da Golf zusammen. Ja? Ja, hallo, mein Lieber, hier ist Mike. Mike Krüger. Ja, hör mal, die Tina, weißt du, deine Tina, die hat sich so Quatsch ausgedacht. Ich soll jetzt jünger werden in der Sendung, weißt du? Aha. Ja. Und? Wie findet ihr es? Also ich find's nicht so schlecht. Mhm. Ich find's auch nicht so schlecht. Ich find's beschissen. Naja, man muss dazu sagen, es ist ja auch immer eine gewisse Typfrage. Ne? Manchen Männern steht sowas gar nicht und manchen wiederum ganz toll. Mhm. Ja, ich find auch, Mike, also ist schon ganz schön hip, das Ding. Und die Farbe passt schön zur Studiodeko. Sag mal, musst du jetzt telefonieren? Ich muss mal gerade zu Hause anrufen. Ob der Klausi noch in seinem Käfig ist, weil das Ding auf seinem Kopf sieht genauso aus wie der Hamster von meiner Tochter. Ja, das riecht auch so. Hey. Leute, ich will, dass Mike heute Abend jünger aussieht. Du, Mike, ProSieben kann statt Krügers Woche sonst auch gern wieder Lost oder Jericho senden. Tobias, bereite bitte alles vor. Ich will, dass Mike heute Abend mit dem Haarteil und diesen Sachen die Show moderiert. Okay, wird gemacht, ja. Gut, Mike, also Fifi, fesche Klamotten und sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen jünger schminken? Also wir können ein bisschen Puder und die Augen highlighten, das kriege ich schon irgendwie hin. Also. Weißt du was, Maskenmann? Ich schmink dir gleich mal eine. Weißt du? Weißt du, was du dann in Zukunft machen kannst? Du kannst den Kajal bei Tokyo Hotel nachziehen. Weißt du, 600 Euro brutto im Monat. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Waren wir heute nicht vielleicht ein bisschen zu hart zu Mike? Ah, zu hart, Schäfchen, Hammer. Weißt du, was für den Mike zu hart ist? Ein Zwieback. Was ist mit Zwieback? Oh, nix. Aber... Komm, jetzt lass uns noch mal ein paar Sachen hier für die Show durchsprechen. Das fand ich schon ganz schön gruselig, ne? Der Deutsche, der den Österreicher da aufgegessen hat. Ich glaube ja, das ist einfach ein Erziehungsproblem. Meine Mutter hat früher zu mir auch immer gesagt, Junge, iss deine Wiener auf. Frisst die Handknefrau ab. Mike! Und die Pflege von dem Österreicher, die hat er wahrscheinlich als Zahnseide. Ja, was anderes. Ah, hier. Die Räuber von Dieter Bohlen, die stehen jetzt vor Gericht.
Sag mal, was wird denen denn zur Last gelegt, dass die den Bohlen haben laufen lassen, oder? Ja. Und zur Strafe müssen die wahrscheinlich jetzt 100-mal den Text von Sherry, Sherry Lady an die Tafel schreiben. Was haben wir sonst so? Ah, hier, aus der Reihe bekloppte Forscher drehen durch. US-Genforscher haben jetzt Mäuse gezüchtet mit unglaublich großen Muskelmassen. Na super. Maus mit großen Muskeln hat mir gerade noch gefehlt, weißt du? Stellst du nachts eine Mausefalle auf, kommst morgens hin, kriegst was für die Fresse. Super. Ja. Mal, haben wir eigentlich außer Mäusen und Gülschern noch andere Tiere in der Show? Oder? Ach so, ja, sicher. Hier, Bambi, der Film von Disney wird jetzt 65. Ja? Und ich habe da noch mal ein Filmchen zugemacht. Ja, schön. Bambi Reloaded. Ah. Oh nee, ey, das könnt ihr doch nicht machen. Ja komm, dem Wagen ist nichts passiert. Nee, gar nichts. Sehr witzig. Sag mal, wolltest du mir nicht noch deine Gülschan-Nummer vorführen? Jo, gleich stimmt. In der Show? Ja, das vergessen. Pass auf, ich zieh mir die Fluten an und dann komme ich. Okay. Mike, ich wollte dir auch noch was zeigen. Und zwar, vielleicht können wir das in der Show verbraten. Weißt du, da stand in der bunten, und zwar da stand Pete Dohertys Katze, da wurde jetzt Kokain im Blut gefunden. Ne? Ja. Und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht und ich darf euch hier und heute die Haustiere von Prominenten vorstellen. Ja. Also hier Pete Dohertys Katze. Ja? Und hier die Katze von Dirk Nowitzki. Ja. Hier die von Lee Harvey Oswald, weißt du, dem Attentäter von Kennedy. Ja. Und hier die beiden Viecher von Heino. Ja, sehr schön. Super. Weißt ja, ich tue uns mal vor, ne? Ich wäre Gülcan, ne? Ja. Kannst dir vorstellen, die haben mich in der Kantine angemacht. So. Glaube ich. Aber ich glaube, die Rubrik setzt sich durch in der Show. Das ist echt ein Knaller. Hallo, ihr Süßen, ich bin's, eure Gülcan. Ey, das ist voll der Hammer. Jetzt wollen die vom Innenministerium sogar schon unsere Kompis ausspionieren. Und zwar mit Trojanern. Ey, nichts gegen Gastarbeiter. Aber die verstehen doch kein Wort. Haben die keine Deutschen dafür? Obwohl bei den Pornos, die sich mein Sebastian auf die Festplatte lädt, da braucht man keine Fremdsprache. Das geht dann immer so mit, oh Baby, yeah, sag mal Dick, oh yeah, Baby, oh yeah. Das verstehe selbst ich. Und bis nächste Woche habe ich auch rausgefunden, wer dieser Dick ist. Bis dann, tschüss, euer Tilly. Das gibt ein Riesenfest. Heute Abend, weißt du? Gülcan, Gülcan Original trifft Gülcan Transit. Das wird super. Und Peter, wie findest du's? Oh, sag mal, ich find's ganz erstaunlich. Du siehst aus wie eine Kreuzung aus Florian Silbereisen und Jürgen Klinsmann ein bisschen. Und du siehst aus wie Lorenzo, weißt, aber vor der Operation. Oh. Kinder, ihr seid manchmal wirklich wie ein altes Ehepaar. Aber ein bisschen seht ihr auch so aus. Hallo. Hallo. Ich such dich schon überall. Mensch, ja. Gülcan, ich bin der Peter. Ja, hallo. Oh, Hilton. Freut mich. Was ist denn hier los? Bin ich in einem Horrorfilm? Okay, okay. Wer ist Pott und wer ist hässlich? Ja, was ist eigentlich mit dir los? Ich gebe heute Tina Turner eine Sendung. Ach so. Was, eigentlich proben wir nur unsere Hochzeit. Ja. Das ist Mikes Traumhochzeit. Bis später, ne? Ja, ja. Wir sehen uns. Ja. Aber sie hat ja irgendwie recht, oder? Hat die recht? Du bist Pott, ich bin hässlich. Ja. Ja. Ich kann so nicht auftreten. Mike, das ist ProSieben. Genau so will ich dich heute Abend in der Show sehen. In welcher Show jetzt? Krügers Woche oder Bauer sucht Frau? Mike, der Parteiwerbespot für Gottlieb Wendehals ist fertig. Weißt du, das ist doch der, der ja, ich in weiß, Hamburg komm, für die... hau rein, mach hinne. Ja, ja. Muss er einfach laufen. Gottlieb Wendehals für die Zentrumspartei, damit Arbeitslosigkeit wenigstens wieder Spaß macht. Ja, sehr gut. Cool. Mike, ich habe hier noch eine Horrormeldung. Und zwar, Claudia Schiffer hat im Interview gesagt, Supermodels sterben aus. Ist Flavio Briatore plötzlich impotent geworden, oder? Ich glaube ja, die Supermodels sterben erst aus, wenn ein riesiges Tic-Tac auf die Erde fällt. Ja. Oder vielleicht greift die These ja auch nicht. Supermodels sterben aus, weil ihnen beim Übergeben immer der Klodeckel auf den Kopf fällt. Hier, das wäre doch was. Jeder zweite Wehrpflichtige ist untauglich. Ja, Hauptgrund, zu krank, zu unsportlich oder Mitglied bei Tokyo Hotel. Jo. Die sind doch jetzt 18 geworden, oder? Alle zusammen?
Bill und sein Bruder, die Zwillinge, die sollen eine Riesenparty veranstaltet haben. Riesenparty. Da muss auch am nächsten Morgen jemand die ganze Gummibärchenkotze aufwischen. Hallo. Hallo. Hey. Ich will gar nicht stören, bin gar nicht da. Ich will nur kurz das mit Tina besprechen. Tina, du wegen nächster Woche, ne? Das habe ich geklärt. Ich bin sowieso in München, dann können wir das Interview gleich machen. Ach schön, das freut mich. Ich fände es eh nicht schlecht, wenn wir in Zukunft öfter mal zusammenarbeiten würden. Ja, klar. Setz dich. Du, Tina? Ja? Muss ich mir eigentlich um Mike Sorgen machen? Warum? Der sieht so beknackt aus. Ich meine, sonst hat er immer so schöne Anzüge angehabt, sah aus wie so ein Staatsmann. Das fand ich viel geiler. Wenn er jetzt so aus dem Haus gehen würde, dann hätte er morgen die Schlagzeile Mike Krüger Toupet-Schock. Das musst du stoppen. Da musst du was machen, wirklich. Mein Reden. Ich hab's ihm 100-mal gesagt. Oh. Horror, dieses Peinliche auf jung machen. Mhm. Naja, immerhin hat er schon ein Halloween-Kostüm. Stimmt. Du, ich werde mal schnell mit ihm reden. Ja. Mike, du kannst unmöglich heute Abend so in der Show auftreten. Sag ich doch. Ich werde das mit dem Sender regeln. Mach dir keine Sorgen. Ja, wurde auch Zeit. Hallo? Hast du super gemacht. Ja. Wie abgeschoben. Pass auf, gut. Hier sind die Schlüssel für meine Finca. Danke. Fühl dich die nächsten 3 Wochen auf Ibiza wie zu Hause. Mi casa, su casa. Ja. Mike, sag mal, hast du nicht auch noch ein Boot? Ich meine, ich habe dir dieses Horror-Ding erspart. Ja, ich habe auch noch ein Boot. Viel Spaß mit meinem Boot. Aber Dankeschön. Pass auf. Ja. Weißt du? Danke, Mike. Hey. Helmut. Hallo. Gut. Wir müssen runter. Ja, machen wir. Ich habe übrigens noch eine Idee für dich. Echt? Ja, geil. Oh, erzähle ich dir gleich. Ach, super, super. Live aus Krügers Beauty Center in Köln. Waschen, schneiden, legen. Hier ist Krügers Woche. Heute mit Gülcan, Musik, Helmut, Salad und Band. Und hier ist das letzte vom Aussterben bedrohte Topmodel, Mike Krüger. Zu Krügers Woche! Danke! Danke sehr! Das sehe ich wieder schick aus heute. An der Orgel, wie immer, der Mann, der für sein jugendliches Aussehen alles tut: Helmut Zerlitz! Bestimmt gelesen, Ben Becker hat die Messlatte, was Versacken angeht, sehr, sehr hoch gelegt. Er war so besoffen, in Berlin spricht man schon nicht mehr von Promille, sondern von Becquerel. Seit Samstag absolutes Rauchverbot in allen Zügen der Bahn. Wenn Sie trotzdem rauchen, kann der Schaffner Sie rausschmeißen. In Bayern sogar aus dem fahrenden Zug. Aus der Welt der bigotten Politik. In Amerika musste ein US-Senator zurücktreten, weil er homosexuelle Kontakte auf einer Flughafentoilette hatte. Der Senator selbst spricht von einem großen, großen Missverständnis. Er hat gedacht, wenn man den Penis durch das Loch in der Toilettenwand steckt, dann wird er gratis gesäubert.